So, 10. Dezember. Ich sitze schon sehr rustikal da und ihr werdet es dann sehen, weshalb. Das Licht muss so gehen, wie es geht, denn ich möchte den Hintergrund ungefähr so belassen, wie er jetzt immer ist, die Tage. Ja, und es ist der 10. Dezember, habe ich ja schon gesagt. Und wir schauen, was die Goodiebox Adventskalender für mich bereithält am 10. Dezember. Bin gespannt, sie ist wahnsinnig leicht. Es rutscht umher. Eine Lippenmaske, eine Augenmaske, keine Ahnung. Obwohl, nee, oder eine Seife, aber dann wäre es wieder zu leicht. Ich lasse mich überraschen am 10. Dezember. Ja. Ich denke, das ist heute am 10. Dezember leider, leider, leider ein Füllmaterial. Ah, ich packe es aus. Es ist eine Haarklammer. Per se habe ich nichts gegen Haarklammern. Manchmal nach dem Duschen oder so bei Me-Time-Momenten brauche ich sie auch. So sieht sie aus. Also erstens mal, sie sieht mega, mega, also ich sage jetzt mal billig aus. Kennt ihr noch früher Italien an den Märkten? Gab es doch zu Tonnen solche Haarspangen, das weiß ich noch. Die Farbe ist jetzt für mich auch. Ja, es passt vielleicht ein wenig zum Layout, zur Box, aber für mich ist das absolut nicht Weihnachten, dieses Grün. Ja, mit meinen violetten Haaren wird das bombastisch aussehen. Ja. Ich besitze eine, die ist schwarz, die brauche ich eigentlich meistens. Jetzt habe ich noch eine zweite. Aber leider, leider, leider erfreut es mich am 10. Dezember nicht so besonders. Habe gehofft, es wäre etwas Besseres darin. Aber es ist ja nicht ein Quatsch. Ich kann es wenigstens brauchen mit meinen langen Haaren. Leute, die ganz kurze Haare haben oder nur ungefähr bis hier oder hier, werden es da schon einiges schwerer haben. Ja, 10. Dezember, eine Haarklammer. So, wir sind wieder im Keller und es wird wieder gebastelt. Und heute gibt es Gläser, die ich befüllen werde, weihnachtlich. Die Grundlage ist einfach, ich habe einmal ein Bügelglas und ich habe eine Flasche, die einarbeitet wird. Dann habe ich hier schon vorbereitet, damit es trocknen kann, so eine kleine Figur, die reinkommt. Und Lichterkette kommt auch noch mit hinzu. Und der Rest ist einfach mal drauf los versuchen. Und ja, ich würde sagen, ihr könnt mir ja einfach zuschauen. Thank you.
Leute, wir sind auf dem Klo, weil ich eine dunkle Nische versuche zu suchen, was nicht so einfach ist bei dem Sonnenschein. Aber so sieht's aus. Die Flasche gefüllt eher mit Naturmaterialien, Zimtstangen, was ist das? Anis und Orange und Schnee. Und hier hast du eine kleine Winterlandschaft, die etwas überbelichtet ist in der Kamera. Aber das ist sehr schnell gemacht, hat einen dekorativen Effekt, finde ich. Mir gefällt es sehr. Das wird jetzt einen Platz hier im Wohnzimmer finden, wo es leuchten darf. So schön. I like it.